Machen Sie mal sozusagen hier noch ein Statement. Womit kann man bei Ihnen rechnen, Außen- und Sicherheitspolitik künftig bei der Linken? Wir können damit rechnen, dass wir immer für den Frieden einstehen werden und gegen den Krieg. Dass der Angriffskrieg von Putin auf Polen tatsächlich eine Zäsur auch für eine europäische Sicherheitsarchitektur bedeutet, das ist völlig klar.